Sehr geehrte Herr Abgeordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, Sie können mir nicht wirklich beantworten, welche neu hinzukommenden luftfahrtaffinen Unternehmen denn da sein sollen. Das ist doch der entscheidende Unterschied, das hat mein Fraktionskollege eben auch schon mal gesagt. Und in Wirklichkeit sind das doch alles Luftnummern, das sind Fantasiezahlen, mit denen wir operieren werden. Zu Herrn Nölke nochmal, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der Regiotram und einem Flughafen. Die Regiotram bildet das ab, was regionale Mobilität erfordert und dient letztendlich einem öffentlichen Anliegen. Dieser Flughafen ist ein Wirtschaftsunternehmen, das aus reinen Prestigegründen in die Welt gesetzt wurde, der Defizite einfährt, noch und nöcher, und von dem niemand in Wirklichkeit eine Vorstellung hat, wie dieser Flughafen jemals in die schwarzen Zahlen kommen soll. Das ist doch die Wahrheit an der ganzen Sache. Und jetzt wird hier ein Gewerbekredit in die Welt gesetzt, das Prinzip dieses Defizit noch wesentlich vergrößert, das mit Risiken verbunden ist, die Sie hier glatt abschreiben. Dabei nicht verschlissen. Oder leider auch kleinlich. Und dieses Projekt ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es wäre mir sehr viel lieber, wenn wir nicht die einzigen Warner bei dieser ganzen Geschichte wären, sondern sich tatsächlich ein bisschen volkswirtschaftlicher Sachverstand auch bei den anderen Fraktionen bemerkbar machen würde. Das können wir aber bisher leider nicht erkennen. Und zu den Fantasiezahlen, die hier verbreitet werden, gehört eben genau das, was wir heute auch wieder gehört haben, mit 35 Millionen Steueraufkommen. Und wenn man da genauer nachfragt, heißt es ja, das ist eine gesamtwirtschaftliche Berechnung. Also entschuldigen, da legen Sie mir den noch tatsächlich mal glaubhaft nahe. Das ist doch alles Unfug. Und ich wäre sehr dankbar, wenn wir diese Diskussion tatsächlich mal anhand von konkreten, nachweisbaren Zahlen führen könnten. Denn jedes Mal, wenn wir diese angeblich so tollen Steuereinnahmen versuchen nachzuvollziehen, stoßen wir auf nichts. Nichts. Also es ist wirklich ein Popanz, der hier aufgebaut wird. Und bitte kommen Sie mal zurück zu einer realistischen und meinetwegen auch desillusionierten Erkenntnis darüber, was dieser Flughafen ist und was er nicht ist. Danke.